Und weiter geht's. Was denn? Okay. Das hätte nichts gebracht. Ich hätte gedacht, vielleicht liegen hier drin Pfeile in den Kisten. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Ein Haken. Aha, okay, mit dem Pfeil. Ist doch oder was? Oder auch nicht. Wissen Sie was? Mach ich doch hier. Ah, auf einmal. Alles klar. Okay, hier ist eine kleine Hütte. Pfeile. Und hier geht's dann weiter. Sesam, öffne dich. Brandpfeile kriegen wir dann wahrscheinlich noch später. Oha. Erneute Rutschpartie. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Roth. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier Co-Pilot Jessop von Flugzeug N177A. Oha. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Müssen wir jetzt für eine Spitze holen. Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, und Opfer zu bringen. Den kann ich retten. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Okay, das Rauchsignal ist ja nicht fern. Das muss man, das ist ja. Obwohl. Ist schon ein ganzes Stückchen. Das schaffen wir. Das ist jetzt hier, das ist doch kein Rost, das ist doch nicht der Rede wert. Das kriegen wir doch hin. Nur noch ein bisschen aufbessern. Fähigkeiten. Erstmal die Kämpfer-Upgrades. Überleben-Upgrades sind auch mal interessant. Dann sind wir gerade die ganze Zeit. Ach, hier sind die Kämpfer-Upgrades. Schmerztoleranz. Schmutzige Tricks. Okay, Schmerztoleranz ist sinnvoll. Sie können mehr Schaden schicken, bevor sie sterben. Ja. Sehr wertvoll. Dann holen wir mal den Co-Piloten. Ich schätze, sie sind wieder eine Brücke bauen. Mal sehen, ob das diesmal klappt. Ah ja. Ach du Scheiße. Geh runter zu den anderen am Flugzeug. Du
Achtung! Hilf mir mal einer! Versuch sie zu umgehen! Rücke vor! Ach du Scheiße. Vielleicht können wir sie umgehen. Kommt nur her. Er lebt noch. Jetzt sind ich das Leben. Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort zwei von zwei Teilen. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen. Eine Art Mörser und Stößer? Okay. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Was für ein Bogending haben wir da bekommen? Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Lagerfeuer sehen. Ach, hier können wir noch den looten. Eine Statue. Schön Statuen entzünden. Das könnte was helfen. Es könnte ein Achievement geben oder irgendwie etwas ähnliches. Okay. What the fuck war das? Hochgesprungen dann hier. Ja. Eine Art Behälter. Ich frage mal über dich. Wer hat das zurückgelassen? Okay. Können wir runter? Sollen wir hier runter? Der blaue Rauch ist dort oben. Also nein. Da ist das Signal. Hier brauchen wir noch eine Brücke, eine Seilbrücke. Nein, so nicht. So. Hoch mit uns. Einmal klettern bitte. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Erfahr das. Ja. Nein, 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 nein. Ihm auch. Können wir ihn da runterschubsen? Bevor der Alarm schreit? Wahrscheinlich nicht. Wow. Baumission.
machen. Das hier riecht zur Brückenbauerin. Okay, was gibt's hier zu sehen? Eine Höhle. Das geht jetzt nicht. Was gibt's nicht? Unterwegs ab und zu mal Höhlen erkunden. Das ist bestimmt nichts Falsches. Ein paar Schätze von unterwegs mitnehmen. Heißt der Tomb Raider das Spiel. Wir wollen auch mal ein paar Tombs raiden. Welt des Aufstiegs. Die Zeit muss sein. Okay, ein neuer Bogen oder was? Fantastisch. Den würde ich gerne mal ausrüsten. Ah, okay. Einen besseren Bogen. Okay, die Brücke ist nicht eingebrochen. Das wundert mich doch stark. Ein goldenes Pferd. Sehr windig hier. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Von hier aus kann ich nicht? Nee, natürlich nicht. Und die müssen einen Weg finden, da hochzuspringen. Okay, so nichts. Wind abstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit, die Fenster zu machen. Ach komm schon, im Ernst. Verstehe schon. Alles auf Zeit hier. Na komm. Komm, Wind. Na, jetzt geht's nicht mehr, oder? Gar nicht, ist klar. Verstehe schon. Oh nein.
komm. Dreh mich hoch. Was denn nun? Was ist denn jetzt das Problem? Kriegen wir das passend hin? Das oben ist und wir draufstehen. Jetzt hier rauf und jetzt müsste es hier eigentlich. Oder nicht? Ja, sehr schön. Und. Verdammt. Das war's doch schon fast. Das dreht sich irgendwo doch jetzt noch hin. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Ich brauche eigentlich noch weiter höher. Jetzt geht es wieder runter und dann, ja. Sind wir nicht nah genug dran? Hier kommt das auch nicht. Ich verstehe es nicht. Verlieren ja zu viel Zeit. Ja, hoch hier. Nein, nein, nein. Das muss da, glaube ich, noch eh drücken, damit ich da oben dran mich festhalte. So dicht dran. Das verschissene Timing. Nein, 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 nein. Ach, Dreck. Denke, wir müssen noch ein bisschen warten, bevor wir kommen. Das war die Sache. Und jetzt. Und festhalten. Hä? Und nicht festhalten oder? Ich verstehe nicht, wie wir uns da drin festhalten können. Wie ich hochkomme, verstehe ich schon, aber irgendwie.
Jetzt! Es könnte schon fast zu spät sein. Nein! Das ist zu spät. Ich muss sie irgendwie darüber hangeln. Dafür brauche ich das doch das Ding. Das erfordert eine Menge Multitasking. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Na komm, bitte. Aha, sehr schön. Geschafft. Und um geht's. Immer hangeln. So sieht eine Grabräuberin aus. Gehörte das hier zu einem größeren? Aufsender Grabräuberin. Aufsender Grabständigung. Grab durchsucht, Hand des Aufstiegs gemeistert. Eins von drei Teilen gefunden, Handfeuerwaffe. Okay. Und dann zurück hier. Einen Fähigkeitspunkt haben wir. Würde ich mal gerne auf Überleben setzen. Zu dir kommen wir gleich. Überleben. Und auf Kampf? Ja, auf Kampf war das. Schmutzige Tricks. Trick in die Augen von den Feinden werfen. Okay. Wir haben hier ein bisschen was zu verstärken. Das ist schon verstärkt. Ach hier, das können wir verstärken. Schlüsselringabzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der einen noch höheren Schlüsselfrequenz ermöglicht. Jetzt erstmal alles auf den Bogen. Okay. Und ein bisschen was auf die Kanone. Dann machen wir mal mit der Hauptmission weiter. Grabkammer erkundet. Wie kann es jetzt weitergehen? Wenn wir jetzt so eine Grabkammer entdecken, dann. Dann sollten wir die nicht zurücklassen. Wenn wir die Möglichkeit haben. Das geht jetzt nicht. So, jetzt müssen wir da irgendwie runterkommen. Mit dem neuen Bogen geht es gleich noch besser. Das ist ein richtiger Bogen, nicht nur so ein Stock, der zusammengeknüppelt wurde. Zahlen.
irgendwelche Koordinaten? Geocaches. Wollte jemand, dass es gefunden okay. wird? Offensichtlich. Okay, hier müssen wir, glaube ich, springen. So wäre es auch gegangen. Für den Rückweg. Oder auch nicht. Schießen. Feldbogen. Müsste gleich da sein, oder? Ja, da drüben. Ich muss darüber. Aber erstmal. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Ah. In einer großen Gefahr. Also mal schauen, wie wir da rüberkommen. Hier ist ein bisschen windig. Aber let's go. Oha. Das war schon klar. Na dann schnell. Also, halt dich fest hier. Und du. Wir hätten es fast geschafft, wir waren von so dicht dran. Captain Jessop! Wo ist der hin? Hier ist sein Feuer. Muss er irgendwie. Kommt doch bestimmt nicht wieder ein Überraschungs-Quick-Time Event. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Okay, gegessen haben wir ja auch noch nichts. Scheint auch nicht nötig zu sein. Am Anfang haben wir Tiere gejagt, aber scheint hier wirklich keine Relevanz mehr zu haben. Wir hungern hier irgendwie nicht. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Gibt jetzt zumindest keinen Hungerbalken oder so.
Pilgerfahrt. Eine Königin. Himiko? Oha. Unglaublich. Captain Jessup? Oh nein. Das ist deine Falle. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv Bossfight. Und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Holy-Wächter! Shiva Zurinyakiru!